Willkommen zurück zu Far Cry 4, Part Nummer 7. Dann werden wir da mal ganz gemütlich hinfahren, hinfliegen. Weil das Fell kann ich gut gebrauchen. Beutetasche voll, ey. Oh Mann. Fähigkeiten, Karte. Na, wo war denn die Beutetasche, ey? Oh Mann. Mist hier, Alter. Scheiße, war in die Beutetasche, ey. Nehme ich jetzt gar nicht, ey. Ach, F4 oder was? Aha. Achso, Wolfsfell, oh Mann. Plastikelefant, der kann auch weg. Reissack. Sind das die einzelnen Müll, ey, Kaugummi? Sau dich mit dem ganzen Quatsch, ey. Ich brauche erstmal das Fell. So. So, kommen wir hier runter. Ja, wunderbar. Ah, sauber. Dann fahren wir da mal hin. So. Ist jetzt los, Alter. Warte mal. Oh, verpisst euch, Alter. Wird euch alle häuten, ey. Oh, das ist auch fast voll eine Herstellung. Kann ich da schon was machen, ey. Samba-Fell, ey, oh Mann. Ah, ist einfacher. Außenposten, ja, das weiß ich gerade schon. Erstmal landen hier, ey. Oh, der war heftig. Mal gucken, was hier geil abgeht, Alter. Komm her, du Sau. Eins. Gleich den nächsten hier. Alle gekillt hier, Alter.
Ach, scheiße, ey. Na, dann mach doch mal hier. Oh, sehr geil. Oh Mann, Alter. Was geht denn hier ab, ey? Meine Fresse. Geiseln, jetzt der Außenposten. Du bist kein guter Zuhörer, AJ. Aber ich muss zugeben, du hast gute Arbeit geleistet. Danke. Ich wollte nur das Richtige tun. Deine Mutter wäre stolz. Du willst nach, wie heißt es? Lakshmana? Es ist nicht leicht, dorthin zu kommen. Wir haben den Norden vor Jahren an Paganin verloren und haben selbst im Süden Probleme. Ich habe meiner Mom versprochen, ihre Asche herzubringen. Es war ihr letzter Wunsch. Denk nach, AJ. Deine Mutter wusste genau, was passieren würde, sobald du in Kyrat auftauchst. Der Sohn des Mohan Gael kommt in sein vom Krieg zerrissenes Heimatland zurück. Ishwari war eine kluge Frau. Dass du hier bist und uns hilfst, ist kein Zufall. Bleib bei uns, AJ. Schließ dich dem goldenen Pfad an und ich verspreche dir, dass du den letzten Wunsch deiner Mutter erfüllst. Ob er nun darin bestand, ihre Asche zu verstreuen oder etwas Großes zu erreichen. Haben meine Eltern wirklich den Goldenen Pfad gegründet? Oh ja. Ihr Ziel war es, Kyrat von Pagath zu befreien. Jetzt hast du die Chance, uns zu helfen und zu Ende zu bringen, was sie begann. Also, denk darüber nach, AJ. Tja, Mom. Sieht aus, als würde ich bleiben. Akt 1 beendet. So, Fähigkeiten. Ja, machen wir. Sehr schön. So, denke ich mal. Wählen wir mal zu das Haar da rennen. Denke mal, das wird unsere nächste Mission hier sein. Sehr schön. Habt ihr es verpasst? Alter, nein! Habt ihr etwa die Echsen verpasst? Kennen wir uns? Mann, ich bin die Kavalleriemann. Ich wollte hier reinreiten wie der verfluchte Clint Eastwood. Ich bin Herc. Ich hab von dir gehört, Mann. Alle reden von dir und finden dich geil. Du gehst voll ab, Mann. Darum bin ich hier. Nämlich, weil du und ich zusammen... Da wird sich der goldene Pfad echt umgucken, aber sowas von. Wir sind der goldene Pfad. Mann, ich nicht verstehen, was du sagen, Alter. Ich spreche deine Sprache nicht. Was du vermutlich sagen wolltest, ist, die Royal Army wird sich echt umgucken. Weil der goldene Pfad sind wir. Alter, echt jetzt? Die Typen haben mich immer voll schräg angeguckt wegen dem, was ich über den goldenen Pfad gesagt habe. Macht also Sinn. Okay. Neuer Plan. Präventivkavallerie, genau. Du brauchst Hilfe, du rufst an, wir kommen rein und helfen dir. Ich oder meine, Goldener Pfad? Die Jungs vom goldenen Pfad, genau. Du und ich, Mann, die neuen und besseren Ted Bros. Aber hallo, wir leben den Traum. Na komm schon, schlag ein! Boom! Ich war promised, du noch Kartoffel. Das ist okay, du hast den Bummelzug genommen, aber du bist angekommen, das respektiere ich. Wir sehen uns schon irgendwo, Alter. Bis dann, mein goldener Pfad, Homie! Woohoo! Alles klar. Ja, was eine geile Hupe, ey. Sind wir hier im Zirkus oder was?
Meine Fresse, ey. Das ist ja nicht mehr normal, ey. Dann würde ich sagen, speichern wir hier mal ab. Und sehen uns dann im nächsten Part wieder. Haut da rein. Bis dann.